Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder mal ein Haul, so ein Dies und Das Haul. Also am Anfang meiner YouTube-Karriere hätte ich niemals geglaubt, dass ich mal hier sitzen würde mit irgendwelchen leeren Schachteln, überhaupt mit meinem Einkauf, aber ich habe feststellen können, dass diese Videos sehr gerne geschaut werden zur Unterhaltung. Ja, was kauft die eine oder andere Person, die ich sympathisch finde? Was sind Tops, was sind Flops? Insofern sehr wichtig und wertvoll, solche Videos. Allerdings, wenn ihr einen schon eine Weile kennt, werdet ihr auch feststellen, naja, die zeigt auch immer jetzt das Gleiche oder viel Sachen, die ich schon mal gesehen habe. Aber man hat ja auch seine Routine und wenn man Sachen gut findet, bleibt man dabei. Und deswegen, also ich stelle euch jetzt wirklich keine Kloreiniger vor oder ich schmeiße auch viele Sachen unbewusst weg, die wo ich dann denke, oh Gott, hättest du eigentlich aufheben können für ein Aufgebraucht-Video. Ne, nur gut, ist jetzt wurscht. Also, ich war bei DM und habe verschiedene Sachen eingekauft und auch in einem Teeladen und bei Sephora. Fangen wir mal bei DM an. Ich brauchte wieder mal Waschmittel. Ihr kennt das alle. Persil, da weiß man, was man hat. Persil, Color Mega Pearls, bin ich sehr zufrieden mit. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich bin von dem Flüssigwaschmittel total weg. Habe ich eine Zeit lang genommen. Ich bin wieder seit ungefähr anderthalb oder fast zwei Jahren auf diesem Pulvertrip. Dann, was auch nie fehlen darf, das sind diese Lenortücher, die ich nicht für den Trockner benutze, die ich aber wöchentlich in meinem Schrank, ich wechsle die immer aus, weil ich mag das gerne, wenn die Sachen im Schrank auch nach der Wäsche weiterhin frisch riechen, weil so ein Schrank ist ja auch lange zu, ne? Also der ist ja zum größten Teil zu und das ist eine sehr schöne Alternative, man kann sich auch einen Duftbaum reinhängen, aber diese Lenortücher sind meine Favoriten, auch schon seit Jahren. Dann, ich habe schon einen Teil benutzt, das ist auch, glaube ich, eine Limited Edition, ne? Das sind diese Tempos. Ich bin nach wie vor Tempo-Fan, diese speziell ja, mit Duft, mit Rosenduft, wie soll es anders sein bei mir, ne? Und die sind wirklich ganz toll, die sind ganz weich, sehr sanft zur Nase und haben einen sehr schönen, angenehmen, nicht aufdringlichen Rosenduft. Dann haben wir noch gekauft, das war jetzt schon ein Haushalt, hier, ich brauchte wieder mal, und die sind wirklich diese Bio, also Bio-Honig und auch so Aufstriche und Erdnussbutter und Cashewmus etc. in Bio-Qualität, die sind in der Drogerie, also bei DM oder auch bei Rossmann, bedeutend günstiger als im Bioladen, ist mir aufgefallen. Teilweise 1-2 Euro macht das aus. Also Akazienhonig ist eh der teuerste Honig, also mit der teuerste Honig. Akazienhonig, weil ich momentan einen hohen Honigverbrauch wegen meiner, immer noch nicht ganz, naja, ihr hört das ja, meine Stimme ist noch nicht ganz so topfit und ich trinke sehr viel Ingwertee und brauche also Honig und Cashewmus gab es nicht, also musste jetzt mal so ein Erdnussmus her. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne, so ein Vollkornbrot und Erdnussmus drauf und dann ein bisschen Honig. Oder auch, die Amis essen das ja auch, Erdnussbutter und Gelee, ne? Oder Marmelade. Herrlich. Dann brauchte ich für die Nerven, Bueno gibt es ja auch im Supermarkt, aber auch in der Drogerie, Kinder Bueno. Esse ich eigentlich jeden Tag ein zum Espresso. Den habe ich auch schon probiert, das ist von Messmer. Ich bin eigentlich nicht so ein Teebeutelfreund, aber das hat mich doch angesprungen. Persischer Basar, Kaktus, Feige, Zimt. Ist eine schöne Alternative mal für einen schnellen Tee, wenn man jetzt nicht unbedingt den losen Tee, das ist ja doch ein bisschen Aufwand, jetzt sich frischen Tee aufzubrühen. Der schmeckt ziemlich lecker. Aber ich war dann auch beim Teegschwender, so nennt sich ja diese Teekette. Und da habe ich jetzt mal zum Probieren jeweils 50 Gramm mitgenommen, Rooibos Apfelstrudel und Rooibos Pflaume Zimt, weil die hatten das auch zum Probieren da. Und das hat mir sehr lecker geschmeckt, also Rooibos Tee. Ist, also wenn man, ich trinke kaum schwarzen Tee. Mit grünem Tee habe ich es auch nicht so sehr. Und ich muss immer darauf achten, dass da keine Hagebutte drin ist. Ich mag keine roten Tees so gerne. Also ich mag lieber so gelbere Tees, also die gelb sind. Ne? Also wo wenig Hagebutte oder kaum Hagebutte drin ist. Sehr zu empfehlen. Apfelstrudel oder Pflaume Zimt. Dann brauchte ich wieder für den Körper, ne, hier... straffende Q10, Nivea, eine andere kommt mir nicht ins Haus, habt ihr auch schon, einige haben das schon übernommen und sind auch ganz begeistert, ist ein Oldie,
aber der Uli passt ja zu mir und ich nehme ihn sehr gerne. So, dann haben wir das Deo-Problem. Ich habe, glaube ich, davon schon mal berichtet, dass ich schon viele ausprobiert habe. Also in den Wechseljahren verändert sich das ja alles so ein bisschen. Man schwitzt auch ein bisschen mehr. Und ich habe das Gefühl, man verändert sich auch geruchlich irgendwie so. Auch wenn sich das doof anhört jetzt. Und dann habe ich auf einem anderen Kanal bei der Bärbel Schäfer gesehen, die hatte so geschwärmt von diesem Rexona Maximum Protection. Der kostet 3,35 Euro oder so. Gibt es in der grünen und in der blauen Ausführung. Das ist dann so ein Puder, was dann da rauskommt. Das dreht man dann so hoch und dann schmiert man sich das nur die Achseln. Also trocken bleibt man wirklich. Ich habe es also schon getestet am Wochenende. Trocken bleibt man. Der Geruch sagt mir nicht so sehr zu. Also ich bin weiter auf der Suche. Ich brauchte diese Blotting Papers, um das Gesicht sich abzumattieren, wenn man, also für zwischendurch, für die Handtasche oder auch wenn man jetzt sich eingecremt hat und bevor ich dann meine Puder Foundation aufgebe, gehe ich ganz gerne mit so einem Blotting Paper über mein Gesicht. Die sind auch immer relativ schnell alle, kosten auch 1,95, ne, solche Tücher da so. Na gut. Dann so Hygienereinigungstücher und Desinfektionstücher. Ich habe jetzt sowas immer in der Handtasche, weil ich habe mir, wie gesagt, diesen blöden Virus eingefangen. Und wir fangen uns das ja an irgendwie, weil wir alles Mögliche anfassen. Ne? Ob das jetzt ein Einkaufswagen ist, eine Türklinke ist oder generell. Und man kann sich nicht immer die Hände waschen. Und ich bin jetzt vorsichtig geworden. Das hat nichts mit Sagrotan vor, habe ich schon mal gesagt, zu tun. Ich passe da jetzt einfach ein bisschen mehr auf. Und ich habe ganz gerne solche Tücher in der Tasche, bevor man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt unterwegs ist, man geht einen Kaffee trinken, so, ne, dass man sich vorher die Hände ein bisschen säubern kann. Dann brauchte ich eine Pinselseife. Ich habe jetzt keine spezielle Pinselseife bekommen. Dann habe ich einfach mal Strawberry Milk von Nivea mitgenommen. Ich probiere die mal aus. Ich weiß nicht, wie sie sein wird, ob die Pinsel schön werden. Das werde ich euch berichten. Dann als Backup ein Hydrogenious Aloe Water. Das stelle ich, also habe ich auch schon öfter vorgestellt. Ich bin nach wie vor großer Fan von diesem Feuchtigkeitsfluid. Das mag nicht jeder, das verträgt nicht jeder. Das ist, wie gesagt, eine persönliche Geschichte. So, und nun ist ja ein ganz großer Hype mit diesem Age Perfect von L'Oreal. Also verschiedene Drogerien, also DM, die den Platz haben, die haben extra gesonderte Theken eingerichtet für Age Perfect, das heißt für Frauen eigentlich 60 plus, weil es werben fünf entzückende Frauen, also es gibt auch solche Flyer liegen darum. Das ist Iris Berben, das ist Julianne Moore, das ist Jane Fonda, Helen Mirren und noch jemand, weiß ich jetzt nicht. Also entdecken Sie Gesichtspflege und Make-up für speziell reife Haut. Und da sind dann in diesen Aufstellungen einmal dekorative Kosmetik und auch pflegende Kosmetik. Also ich kriege das ja nicht zugeschickt, ich kann mir jetzt nicht das ganze Sortiment hoch und runter kaufen. Ich werde das vielleicht so Step by Step mal so machen und habe mit drei Produkten erstmal angefangen, die ich testen werde. Das ist einmal Modell Iris, das ist ein Age Perfect, ein Lippenstift mit einem Lip Liner mit diesem Jojoba-Kern und dann einen Nagellack dazu passend. Ich werde dazu ein Video machen extra zu diesen drei Produkten und eine Foundation, wo ich doch so ein Bauminerals-Fan bin. Aber ich dachte mir, nee, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich will das ausprobieren, weil ich sehe so viele Videos, Foundation hinten und vorne und High-End und Drogerie, bla bla bla. Das ist Golden Vanilla Age Perfect und die werde ich ausprobieren. Ich werde die testen und zwar mache ich das mit euch vor der Kamera. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Sie verspricht kein Absetzen. Deshalb habe ich sie mitgenommen. Groß, kein Absetzen in Fältchen. Dann werden wir sehen, ne, ob das stimmt. Also diese Lippen Edition, die fand ich eigentlich ganz hübsch. Also so allein die Verpackung schon mal, ne, mit dem passenden Lip Liner dazu. Ist ein Geschenkset sogar. Ja, war schon ziemlich ausgeräubert. Dann war ich mit einer Freundin in einem Einkaufszentrum, wo dieser Sephora-Store ja neu eröffnet hat. Und ich war natürlich drin. Und es war irgendwie ernüchternd. Mir ist nämlich aufgefallen, dass Bobbi Brown sowohl bei Douglas kaum noch vorhanden ist und auch bei Sephora nicht. Also ganz wenig
Platz wird denen geboten für ihre tollen, tollen Produkte. Online kriegt ihr so schöne Sachen, Bobbi Brown, aber komischerweise in Deutschland ist das hier in den Parfümerien anscheinend nicht so angesagt. Dann habe ich mir Charlotte Tilbury Produkte angeguckt, die ich sehr schön finde. Ich wurde damit ja auch mal, so ein Special war das in Berlin im KDW, geschminkt und ich fand die Sachen auch ganz toll. Sie sind aber irrsinnig teuer. Ich habe mir das ja schon geschrieben, ihr habt auch schon mal geschaut, dass die sehr teuer sind, die Sachen. Und dann habe ich dann doch von abgesehen, weil die meisten Lidschatten, also ich möchte nicht jetzt 32 Euro für einen Lippenstift ausgeben, ganz ehrlich, da habe ich irgendwie ein Problem mit. Und diese Lidschattenpaletten fand ich sehr schön, die haben mir sehr gut gefallen, allerdings not for me. Also es sind hauptsächlich, es ist wirklich verrückt, ich schaue wirklich, ich gehe offenen Augens, gehe ich durch Drogeriemärkte, durch die Parfümerien und schaue nach Lidschattenpaletten, also nach kleineren Lidschattenpaletten, wo jetzt nicht 100.000 Farben drin sind, Farben, die auch jetzt Best Ager, die wir tragen können. Und die meisten, ihr habt mir das ja geschrieben, mit diesen Braun- und Rottönen, die jetzt gerade so total gehypt werden und innen sind und die in allen Paletten zu finden sind, dass die uns nicht stehen. Das haben wir ja festgestellt. Also vielen stehen diese ja nicht. Also ich sehe total krank und verheult und völlig fertig damit aus. Es geht nicht. Und man möchte sich vielleicht auch nicht immer so lila oder grün oder blau schminken, aber doch so ein bisschen. Und dann war ich auf der Suche nach einer kleinen, bezahlbaren Palette, weil bei diesem Age Perfect, also in diesem Age Perfect Regal gab es also Foundation, es gab Rouge, es gab eine Mascara, für die Lippen was, es gab auch Concealer, aber es gab nichts für die Augen. Also außer jetzt dieser Mascara. Es gab kein Lidschattenprodukt. Da dachte ich mir, wenn ich diesen Look schminke, also mit diesen drei Age Perfect empfohlenen Produkten für uns Ladies Ü50, eigentlich Ü60, naja, wie schminke ich ihm dann die Augen? Okay, ich kann sie hell lassen. Also habe ich gestern eine kleine Miniaturpalette gefunden, bei Sephora. Das ist also von Sephora direkt. Das ist die Hausmarke, wie es auch Douglas, das ist ja das französische Douglas Sephora, ne? Also wie es Douglas Produkte gibt von Douglas, ist das die Hausmarke Sephora, Sephora. So. Und die haben, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene kleine Paletten. Und ich habe mir eine ausgesucht, die nicht diese bräunlichen Töne, also braun, rot und rost und rötlich, sondern das ist so Elfenbein, creamy, silbrig, ein Grau, auch ein bisschen, also matt und glänzend. Und damit werde ich, das muss ich mal ausprobieren, wie das ist auf meinem Auge. Es sind doch schöne Schminktipps hier für uns mit drauf gedruckt. Ich bin sehr gespannt auf diese Palette und dann habe ich mir noch eine für die Lippen, damit die Lippen schön, unsere Lippen, ist ja auch ganz wichtig, gerade jetzt, wenn es mit der kälteren Jahreszeit losgeht, nicht nur die Lippen direkt, auch die Lippen, also die Haut oberhalb der Lippe und drumherum, die kosten 2,99 €, Shea Lip Mask, bin ich gespannt, ne? Das ist wieder die Maske, die uns den Mund verbietet, also schön still sein dann beim, wenn ihr die aufgetragen habt. Die sind aber ganz gut. Und das Schöne ist, das ist eben Biozellulose. Ich habe euch ja schon mal was zu Tüchern erzählt, wie dieses Tuch sein soll, dass es eben, oder wie es nicht sein soll. Und diese Tuchmasken von Sephora sind wirklich qualitätsmäßig sehr gut. Und dann habe ich noch, was ja auch so eine Sache für sich ist, ein roter Lippenstift. Jetzt beginnt ja dann diese Christmas Time und wir tragen gerne rot. Und einen roten Lippenstift zu finden, ist gar nicht so leicht, weil es kommt auf euren Hauttyp an und es kommt auf eure Lippenfarbe an. Das ist ganz, also wenn wer von Hause aus schon kräftige Lippen hat, also eine kräftige rote Naturlippenfarbe hat, da wirken manche so blaustichige zum Beispiel ganz dunkel. Also ich habe ewig gesucht und geschaut, ehe ich eine Farbe für mich gefunden habe, die toll aussieht auf meinen Lippen. Das werde ich jetzt nicht vorführen. Ihr seht, dass der noch unbenutzt ist. Das werde ich alles in einem Video mit euch ausprobieren. Fühle mich auch sehr gefreut. Also auch Hausmarke Sephora, kostet um die 11 Euro. Ist, finde ich, sowas ist machbar. Aber ehrlich gesagt, 32 Euro Charlotte Tilbury, ja, ist schon viel, ne? Aber gut, das bleibt ja jedem selbst überlassen.
So, ihr Süßen, das war jetzt mal mein Haul, dies und das. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und konntet ein wenig entspannen. Mir macht es immer Spaß, euch das vorzustellen, eure Kommentare danach zu lesen. Wie gesagt, die Zuschauerinnen, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Sage ich immer herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Und ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.